So, also hier fehlt eine ganze Ecke vom Styropor und ich habe zuerst gedacht, dass hier liegt auch Stroh mit da drin. Also das habe ich jetzt da runtergeschmissen und habe ich eben so gedacht, okay, wo kommt das ganze andere Styropor her hier? Ich habe vermutet, dass hier so ein Stück vom Styropor einfach beim Bau vergessen wurde. Aber das sieht eher so aus, als wenn hier irgendjemand gefressen hat. Mäuse, Marder, keine Ahnung. Irgendwas frisst hier unser Haus auf. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist jetzt kurz nach 11:30. Ihr seht gerade, ich bin angezogen. Denn ich muss zu Bauhaus. Mein Schnucki hat nämlich was ganz, ganz Komisches entdeckt am Haus, was behoben werden muss. Wir hatten da oben in der Ecke zum Beispiel bei Ash so ein bisschen einen Rand Schimmel. Habe ich jetzt besprüht. Und dann sagt er dann, das ist aber komisch, weil die restlichen Ecken schimmeln ja gar nicht. Und dann hat er die Holzverkleidung oben vom Haus abgeschraubt, also ein paar Bretter. Und hat da gesehen, dass das Styropor, womit es eigentlich isoliert war, abgefressen war. Richtig ein fettes, so ein Hohlraum. Wahrscheinlich Mäuse. Und ich hatte mich gewundert, warum wir letztes Jahr schon geht's draußen, Styropor hier direkt im Garten hatten. Adrian ist gerade am... Guten Tag. Guten Tag. Ich habe schon gerade erzählt, was du hast auch ein bisschen aufgenommen, das können wir auch mit einspielen, ne? Ja, jetzt zeige ich mal kurz hier, wo das hingeht. Hey, guck mal, das ist also Stroh. Das hier ist das Nest, das ich da oben gefunden habe. Ja. Scheinbar wohl ein Mäusenest. Das hier. Also Nest war es eigentlich, das ist so reingeschlepptes Stroh irgendwie. Und an diese Ecke da geschleppt. Und da habe ich jetzt mal diese Bretter hier abgeschraubt. Diese hier. Und da oben habe ich dann was ganz Tolles entdeckt. Nämlich Lochfraß. Also, so sieht denn so ein Haus, das sieht ja von außen so richtig schön aus hier, ne? So mit Deckel, Pott- und Deckelverschalung und dahinter dann sieht alles nicht mehr schön aus. So, und hier fehlt halt etwas. Ich habe zuerst gedacht, okay, da hat jemand was vergessen, aber das sieht so richtig rausgefressen aus hier, ne? Also hier werden höchstwahrscheinlich Mäuse irgendwo unterwegs sein. Wir haben uns überlegt, wie die hier raufkommen. Also da müsste man ja noch mal ein bisschen weiter reinfahren können da hinten, ne? Wäre bestimmt auch interessant. Ja, also ich weiß nicht, wie die da hochkommen. Vielleicht springen die hier vom Garagendach auf dieses, aber wie sie dann hier reinkommen, hier ist ja auch so ein dieses Lochgitter hier, ne? Dieses kann man von dieser Seite besser sehen. Da krabbelt ja keine Maus durch. Aber na gut, Mäuse finden ihren Weg und auch hier in die letzte Ecke, wo sie dann unseren Styropor abfressen. Also da, wo ich früher mal gewohnt habe, das war ein Reihenhaus. Hey, willst du Mäuse jagen gehen? Willst du Mäuse jagen gehen? Ja? Gehst du Mäuse jagen? Ich weiß, Leo kann da mal oben reinkriechen. Der kann ja bis hinten hin durchlaufen, ne? Lieber nicht. Nachher bleibt er da drin. So, na gut. Also hier kann man ja auch sehen, Styropor liegt hier überall rum. Und da oben drin habe ich das ganze Zeug rausgesaugt. Ja, und jetzt brauchen wir Styropor, um das da oben anzubauen. Na, was willst du denn? Hä? Komm, noch eine Runde. Ey, hopp. Du Bengel! Ja. So, hier hast du deine Kamera wieder. Ja, also ich fahre jetzt einmal zu Bauhaus und hol Styropor. Hast du schon gesagt? Styropor. Und Schrauben, damit ich das wieder festschrauben kann. Schrauben machen wir ganz viel. Nee, wenn ich weiß nicht, ob wir die haben. So eine lange. Oh mein Gott. Oh, ich hasse Bauhaus eigentlich. Also, beziehungsweise diese Abteilung vom Bauhaus hasse ich. Schrauben. Soll ich die mitnehmen? Nee, ich habe hier schon eine vorne hingelegt. Aber diese langen, weiß ich nicht, ob wir die noch haben. Doch, haben wir. Wir haben ganz viele von diesen. Und ich komme da nicht hin, wo die liegen, weil du den Schlüssel vertüttelt hast. Also ich kann nicht nachgucken, ob wir jetzt diese haben oder wir nicht. Wir haben welche, ich gebe dir welche. Lieber so ein, das dann gib mir mal was zum Mitnehmen. Der fliegt schon vorne. Achso, na gut. Auf jeden Fall fahre ich jetzt mal kurz zum Bauhaus. Leo ist ja wieder gut drauf, ne? Er war da nicht mehr im Garten. Ja, ne? Ja. Er bellt dich an, weil er was will. Er will spielen. Achso. Ist das so ein paar Schlusszeit oder? Da geht ein Balken längs. Ja, genau. So. Aber was da links davon kommt, weiß ich nicht. Also. Ich schätze mal, du hast auch wieder Styropor. Okay. Das ist voll krass, ne? Soll ich nochmal alles abschrauben? Nee, das haben wir überall vielleicht irgendwelche Löcher da ausgefressen, das Styropor. Na ja, gut, ich fahre jetzt nochmal. Überall sind die Ecken eigentlich gut, es schimmelt ja nichts, nur halt eben diese hier. Ja, ja. Weil die Feuchtigkeit. Da oben? Ja, habe ich schon gezeigt.
Ja, also ich, die ist aber... Solche Auswirkungen hat das, wenn außen Styropor fehlt, ne? Mhm. Peace. Oh Gott, dieses Ulle Peace immer. Also, ich außen muss. Styropor weg, innen Schimmel an der Wand. Ja. Letzte, und ja, da kann man dann auch mit Schimmelex so lange rumexperimentieren, ja, stimmt, wie man will. Und immer wieder nach. Es ist eine kalte Wand. Ja. Im Sommer ist das wieder weg nachher. Ja, dann ja, kommt das wieder. Im Winter kommt es wieder. So, ich warte denn hier, bis du wiederkommst, ne? Ja, ja. Kannst auch reinkommen. Was? Hat man Staubsauger hierfür verwendet? Ja, dann, also, ich fahre jetzt einmal ganz schnell zu Bauhaus. Oh, die Schrauben habe ich schon mal. Jetzt muss ich nochmal rausgehen und diese Schrittplatten holen. Noch da. Und Licht flackert hier in der Kamera zumindest. So, die Platten habe ich jetzt auch. 3 cm und 10. Jetzt müssen wir nur so einen Kleber haben. Die Kleber habe ich jetzt auch bekommen. Habe ich gefragt, was jemand dafür nimmt. Er sagte, dieses hier. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach 2 von denen. Ich hoffe, dass mir das alles ausreicht. Ich glaube, ein Eimer wäre zu klein wahrscheinlich. Aber nun gut. Also, ich bin jetzt fertig und kann eigentlich zur Kasse, oder? Ich gehe nochmal in die Weihnachtsabteilung. Hier. Nur mal durchschauen, was sie da so haben vielleicht. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich erschafft werden kann. Die sind ganz schön hier. Solche Blümchen, die kann man auch so einen Tannenbaum hängen, ne? 1,95 oder ranknipsen. Und dann hatte ich gesehen, hier solche Sternchen. Gibt es allerdings nur noch in Schwarz. Die sind hier auch ganz schön. Gibt es allerdings nur so in Schwarz und Weinrot. Und so wäre sie in Weiß. Mit etwas Gold. Sieht hübsch aus. Auch 1,95. In klein gibt es die auch. Für 3,49. Die sehen auch wunderschön aus. In rosa. Meine sind in weiß. Und hier sind noch mehr Farben. Alles 1,95. Die habe ich tatsächlich jetzt in weiß gebunden. Und die nehme ich mal mit. 4 Stück. Diese hier fand ich jetzt mal auch so schön. Kann man so schön dekorieren. Das ist so ein Adventsstandard sozusagen. Kostet, weiß ich gar nicht, 26 Euro, also Gold. Und ist das dann so, na gut. So sieht er aus. Sieht echt nett aus. Aber ist doch ganz schön hoch, ne? Wenn man so die Kerzen nochmal darauf vorstellt, dann. Aber sonst haben wir richtig schöne Sachen hier. Richtig wunderschön. Das sind auch coole Farben hier. Schön bunt. Wir haben die sogar schon was runtergesetzt. So viele schöne Kugeln, schöne Farben. 9,95, also in die Hälfte, statt 19,95. Ist ein bisschen kaputt, aber... Und diese hier finde ich süß. Nussknacker in Weiß. Sehen auch wunderschön aus. Kosten 12 Euro. Hier wird so ein Set verkauft mit 2 Tannenbäumchen und einem Kranz für 59 Euro. Sehen auch ganz hübsch aus, sogar mit Lampen hier. Es kann aber da regnen. Aber ist auch so für den Eingang. Schaut mal. Sieht auch hübsch aus. Ich bin jetzt im Auto und wisst ihr was? Es schneit. Ich habe jetzt alles bekommen. Und jetzt schneit's. Das finde ich cool. Vielleicht bleibt der mal liegen oder schneit mal ein bisschen mehr. Ja, also es geht jetzt einmal nach Hause für mich. Es ist jetzt 2:30. Ich habe jetzt Esch abgeholt von der Schule. Und zu Hause ist nichts zu essen. Ich dachte, Adam macht irgendwas zu essen, aber jetzt ist er rausgegangen an diese Stelle. Ich habe jetzt ja alles geholt im Bauhaus, habt ihr ja gesehen, und jetzt muss ich überlegen, was wir zu essen machen. Und er dachte, er macht sich schon selber irgendwie was ganz schnell. Nur die Frage ist jetzt hier was, ne? Ich habe überhaupt gar nichts vorbereitet und, na, wir haben noch Kartoffeln. Die könnte ich theoretisch anbraten. Ach nee, doch, wir haben Rumpsteak. Was habe ich denn da erzählt? Ich dachte, wir haben gar nichts und ich muss irgendwas auftauen. Jedenfalls haben wir ja Rumsteak. Ich war ja gestern einkaufen bei Aldi. Ja, dann haben wir dann doch was zu essen. Ich habe gerade schon Panik geschoben, ne? Ich dachte, na toll. Ja, mein Schnucki ist jetzt draußen. So, und ich kann euch mal ganz kurz mal zeigen, was wir so machen. Ja. Ich dachte, wir haben kein Essen mehr zu Hause. Weil ich gerade nicht so vorbereitet war. Ich zeige euch mal ganz kurz aus dem Fenster, was er da macht. Wir haben doch noch was zu essen, Schnucki. Ich habe doch gesagt, Rumsteak mache ich heute. What? Ich mache Rumsteak. Mit Kartoffeln. Kartoffeln. Haben wir einen Feiertag? Ist heute Weihnachten? Nein. Aber zur Feier, dass ich das gefunden habe. Ja, oder? Genau. Hier, ist das Richtige, was ich geholt habe? Eigentlich schon, ne? 10 und 3. Jetzt muss ich erstmal was zuschneiden und dann gucken, ob das Klebezeugs geht. Aber das ist arschkalt alles hier. Ich weiß nicht, ob das hält. Ja. Aber er sagt, das ist extra für draußen, dieses Zeug. Wird schon. Ja, na gut. Also ich gehe Essen machen.
So, der Tisch ist gedeckt. Das Essen ist soweit fertig. Es ist jetzt ja, 2. Mein Schnucki hat alles geschafft, alles zugemacht. Das, nee, die Löcher. Nicht. Nein. Die Bretter müssen noch ran. Die müssen noch. Ja, gut, die Bretter müssen noch ran, aber wie gesagt, wir haben hier ein bisschen. Ich habe das Haus wieder Kräuter zugedeckt. Also mit einer Decke. In der Warm. Ja. Hat es denn gut geklappt mit dem Kleben und so? Ich habe es gar nicht geklebt. Ich muss es wieder zurückbringen. Ach du Scheiße. Das hält auch so. Echt? So wie man das früher gemacht hat. Man klemmt die Sachen zusammen und klebt und schraubt sie nicht. Ach so. Na gut, dann 10 Euro. Kann ich wieder zurückfordern. Also, wir haben hier Frischkäse mit Lauch. Hier ist einmal Paprika gefüllt mit Frischkäse, dann ein bisschen Kräuter. Zitrone. Ich muss auch Zitrone haben, ich hatte auch nichts. Frischer Salat, Rumpsteak, Hüftsteak. Hüftsteak, glaube ich, ist unten. Und Bratkartoffeln, genau. Und Esch fehlt nur noch. Er hat mich gerade eben von meiner Baustelle weggerissen. Ich habe gesagt. Komm sofort. Ja, aber ist kommst du jetzt? Hin? Kommst du? Ja, ich komme. Ja, kann ich denn schon anfangen? Ja, ich komme jetzt. Wo ist er? Das ist schon oben. Ja, erstmal weiter basteln, ne? Also, guten Appetit. So, Ash ist auch wieder da. Hi. Der war bei Max kurz oben. Und so sieht mein Teller aus. Schnucki sagt, das Fleisch ist perfekt. Super. Ich hatte, ich gleich weg. Ich hatte Bedenken, weil es ein Aldi-Rumsteak ist und nicht Rewe-Steke. Theke. Rewe-Steke. Also, schmeckt dir das auch, Ash, das Fleisch? Mhm. Ja, bei uns ist es ein bisschen dünner. Ich habe einige Stücke halt ein bisschen dünner geschnitten, weil es zu dick war. Man sagt doch auch Feinkost, Albrecht. Ja, das stimmt. Also, guten Appetit nochmal. Und weiter geht's hier auf der Baustelle. So sieht's aus hier. Es liegt überall Schnee rum und Werkzeug und Schrauben und da noch mehr und da und hier. Und hier vorne hatte ich ja noch meine Werkbank. Das ist sie doch, die Werkbank im wahrsten Sinne des Wortes, wo man hier Styropor schnippelt. Können wir uns jetzt mal angucken, was ich da oben gebastelt habe. Ist ja keine große Sache an sich, aber es kostet echt Zeit, ne? An so einem Gepuzzel hier rumzudoktern. Also, so sieht es jetzt aus. Das Loch ist wieder geflickt. Hier ist auch überall Schnee. Und mich würde ja echt mal interessieren, wie das da hinten weitergeht, ne? Ob da die Fledermäuse da irgendwo hängen oder was? Kein Plan. Na gut, ich werde jetzt das hier mal wieder zumachen und dann habe ich Feierabend. Wird auch schon wieder langsam dunkel hier. Das ist übrigens auch hier Solar, ne? Ich habe ja hier draußen diese zwei kleinen Solarplatten angebastelt, die kurz mal hier reingehen. Ich weiß nicht, ob man die Lampe da jetzt sehen kann. Jetzt da ist die Lampe, hier ist das Kabel, das geht da so längs, hier irgendwo so. Und dann wird hier Strom produziert. So, langer Rede, kurzer Sinn. Wieder mal, ich baue jetzt erstmal zu Ende. Und jetzt haben wir noch hier jemanden, der die ganzen Styroporstückchen wieder wegmacht, diese kleinen feinen Schneekügelchen. Ja. Warte mal, du nimmst gerade die Blätter. Du solltest doch nur die Bauarbeiter-Sachen wieder. Ja, geht nicht. Also guck mal, da ist ganz viel drauf, das kannst du wegwischen. Soll ich das machen? Ich habe da auch den Dreck gemacht, ne? Auf unser Solar. Nee, hier auf Ash Solaranlage. Wie viel haben wir denn hier gerade? Wir laden mit 11,9 Volt. Bei dem Wetter. Das ist so eine krasse Solaranlage hier, ne? Mhm. So, Schnucki. Das Dach ist wieder heil. Super. Feierabend. Ja. Lass liegen, diese Dinger werden auch vom Wind weggepustet. So, ihr Lieben, wisst ihr was? Ich komme gerade von draußen. Ich war den ganzen Nachmittag draußen, habe Laub gehakt, diesen ganzen Kram weggeräumt mit Styropor, versucht mit dem Rasenmäher, aber das hat nicht so ganz gut funktioniert. Habe ich da so diesen Sauger genommen, dann hat es geklappt und ich bin jetzt ein bisschen kaputt. Aber gut, wir waren heute nicht spazieren und das war dann so ein bisschen meine Bewegung heute Nachmittag. Und Ash war gerade spazieren, ja, es ist. Wie spät haben wir das? Weiß ich schon gar nicht mehr. Mein Handy muss nur gerade kurz laden. Ach, 20:05 Uhr. Oh, auf jeden Fall hat es echt gut getan. Ich habe die Vogelhäuschen aufgestellt, ich habe Futter aufgefüllt, Apfel durchgeschnitten und dahin gelegt in die Futterstation.
Und sieht wieder echt schön aus. Wie gesagt, und Laub ist überall weg. Ich habe überall gehackt, wo ich konnte, sogar an der Straße gefegt. Und ja, auf jeden Fall echt fleißig gewesen. Aber das musste auch mal sein, weil sobald es, wie gesagt, stürmt, hat man sowieso hier teilweise so viel Laub. Und jetzt ist erstmal alles weg. Mal gucken, wie lange das dann hält, ne? Und ja, ihr Hübschen, was wollt ihr noch sagen? Also bei uns gibt es dann gleich Abendbrot und es ist auch schon Feierabend jetzt hier. Ich hoffe, dass euch dieses Video dann gefallen hat. Ja, passt auf euch auf und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.